Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Farlone Sails. Nach dem Reifenwechsel in der letzten Folge, ich glaube, die alten Reifen waren auch so ein bisschen kaputt gewesen, deswegen ging es ein bisschen schwer vorwärts. Machen wir uns jetzt mit dem Satz 9 Reifen. Wow. Hier auf den Weg durch Wüste und so. Aber die sind auch ein bisschen effektiver, die neuen Dinger hier. Ups. Das war's. Ich habe ja das Gefühl, wir müssen nicht so viel aufsammeln, wie ich hier aufsammle. Aber besser haben als brauchen, ne? Ich glaube wirklich, das Spiel ist sehr fair. Möchte einfach, dass man es auch schafft. Was ist das jetzt wieder? Einmal ans Licht, bitte. Weiß es nicht. Genau. Ein Mini-Fass vielleicht. Oh. Bremsen lösen sich, weil ich da gegen den Knopf gekommen bin. Aber ist gar kein Problem. Anker wieder raus. Und wir haben noch eine Lampe. Irgendwann haben wir unser Schiff hell erleuchtet. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Hier kann auch einer hin. Bisschen zentraler, da bin ich Perfektionist. So. Nicht dein Ernst. Du passt ja schon. So. Weiter geht's. Okay, hier durch den Zaun brechen wir durch, Freunde. Das ist gar kein Problem. Sag ich doch. Aber das weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Oh! Oh! Das war stark. Also, das ist die eine Lampe. Aber hier war so eine unsichtbare Wand, ne? Es ging nicht weiter vorne. Schade. So, was müssen wir machen? Auf jeden Fall mal reparieren. Das ist schon mal eine gute Idee. Einmal schweißen die ganze Geschichte. So, und die Bremse raus, ne? Und dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir hier rüber können oder eben nicht. Lampe ist weg. Nee, kann man nicht. Aber wirklich nicht. Das heißt, wir setzen einfach mal die Segel. Gucken, was passiert. Ah, wir sind hier wieder auf einer Fähre. Jetzt sehe ich es auch. Sehr gut, aber wir können Sprit sparen. Geht schon mal. So, das verfeuern wir mal hier diese Mini-Fass. Oh, bringt auch nur Mini-Strom. Oder Energie. Oh, die Lampe muss wieder nach oben. Ah, perfekt. Und die Kiste würde ich gerne zum Verbrennen schon mal reinhauen. Dann. Okay. Haben wir es geschafft. Oh, ich glaube, das ist ein Grab, oder? Hier? Ja? Ich weiß es nicht. War noch so eine
Windmühle gewesen sein. So eine, wie heißt denn das? Eine Pusteblume. Also wir haben jetzt hier Räder, mit denen wir, glaube ich, so ein bisschen schwimmen können. Oder es ist nicht wahnsinnig tief, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich ist das der Fall. So, Wind lässt ein bisschen nach, deswegen geben wir nochmal ein bisschen extra Schub. Mit der Lampe hier los? Ach so, die. Na gut, okay. Wir schweigen und genießen. Ich bin die Königin der Welt. Weil, wissen wir ja nicht, ob König oder Königin. Also, bei den Protagonisten hier. Wow. Oder? Schon stark. Und dieses Symbol, was da oben an dem Schiff dran ist. In diesem großen Kreuzfahrtschiff da. Großen Tanker. Haben wir schon öfter gesehen. Auch dieses Rebuild Our Future und so. So, wir fahren, holen mal die Segel ein. Bremsen mal. Gucken einfach mal, was wir hier haben. Hier sind auch wieder diese Wind. Ach, weiß ich nicht. Wie heißt denn das? Das ist auf jeden Fall ein Minischiff. Auch was zum Spielen, oder? Kommt in unsere Rumpelkammer da oben. Schlafzimmer kann man das nicht wirklich nennen. So, was ist das? Ah, ist ein kleines Boot. Wir können es uns gleich nochmal im Detail anschauen. Hier im Licht, Moment. So, wir verfeuern jetzt hier mal ein bisschen was. Gibt's denn sowas? So. Zugemülltes Schiff. Da. Schönes Segelboot. Das wird nicht verbrannt, das wird hier einfach mal deponiert. Zum Spielen. Für unser Ziehkind, was wir demnächst finden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind wir wirklich alleine hier. So. Dann hauen wir das gleich mal rein hier. Einfach, weil wir es können. Oh. Oh. Da ist irgendwas explodiert. Und wir sollten es löschen. Oh, und da, ach, unser Treibstoff. Unser Ding hier. Was also zum. Unser Generator. Den hat es mal ordentlich zerlegt gerade. So, jetzt ist er heile. Allerdings war dann doch das ein oder andere Fass umsonst. Egal. Weiter geht's. Ja, dieses Zeichen da oben. Oh, shit. Warum? So, ich glaube, es hat jetzt zwei Lampen oder so entschärft, ne? Die fliegt aber auch immer von ganz hinten. So, mal sehen. Wir stellen sie mal hier hin. Wir gucken mal, ob wir sie irgendwann nochmal runterkriegen hier vom Schiff. So. Die andere ist wieder reingeflogen. Okay.
Nein. Nein. Das wollen wir nicht. Können wir... Ah, wir können unser Schiff, glaube ich, hier... ziehen. Nein, war nicht. So, ich habe die Lampe wieder gefunden. Das ist doch schon mal was. Wo ist sie? Da. So. Lampe ist schon mal wieder am Start. Aber wie wir hier jetzt weiterkommen, weiß ich nicht so genau. Vielleicht einfach ein bisschen drücken. Tatsächlich. Wunderbar. Ja, vorsichtig. Vorsichtig mit Gewalt. Ja. Oh. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Zu hageln. Wow, das ist gefährlich. Schnell, Garage. Ja, das sieht aus wie ein Carport. So, wir halten mal entspannt an. Und vielleicht sollten wir noch ein bisschen sogar zurück. So. Okay, danke, reicht. Jawohl. Okay, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Also so ein unangenehmes Wetterchen, oder? Müssen wir erstmal unsere Segel reparieren hier. Jetzt nämlich zerlegt. So, das ist schon mal repariert. Und ist da noch ein Fass, was wir mitnehmen können. Ein Fässchen, das nehmen wir auch mal mit. Das ist die Frage, ob wir rausgehen können. Ja, uns macht das nichts mit dem Regenmäntelchen. War kein Problem. Aber ich glaube, so sehr weit werden wir nicht kommen, oder? Zu Fuß. Doch. Tatsächlich, bis zur Kiste hier. So. Wir müssen jetzt so von Unterschlupf zu Unterschlupf. Jetzt verstehe ich. Okay. Aber ich wollte es einfach mal probieren, ob wir hier auch alleine vorwärts kommen. Und das kommen wir. Es ist ja wirklich ein fieses Wetterchen. Okay, Leute, aber es nutzt alles nichts. Wir müssen hier ein Stückchen fahren. Wir haben ja genug Sprit. Wir können starten und stoppen und alles ohne Probleme. Passiert mal gar nichts. Also nichts Schlimmes zumindest. So, aber wir sollten gucken, dass wir uns beeilen. Oh, es brennt auch schon. Es brennt sogar an zwei verschiedenen Stellen. Ich will erstmal hier das löschen. Komm, lösch, 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 lösch. Danke. Jetzt hier oben. Löschen, 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 löschen. Und jetzt noch ein Stückchen weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Ein Stückchen können wir noch. Kleines Stück noch. Dass wir hier ordentlich geschützt sind. Ich glaube, so ist schon okay. Meine Fresse. Ja, ordentliches Unwetter. Das
Was? Was? Wo ist das hin? Egal. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen schweißen. Die Segel wieder hier oben. So. Okay. Und dann den... Weiß ich auch nicht. Heck. Na, haben wir's bald? Gut. Was ist noch kaputt? Hier. Richtig, der... Die Engine. Komplett. Komplett zerlegt. So, alles wieder heile. Treibstoff nachlegen. Weiter geht's. Okay, und der Hagel hat nachgelassen. Zum Glück. Liegt was? Ey, sah nur so aus. Ist ein bisschen Schnee. Knistert und knattert. Der Wind pfeift. Oder sind das Schüsse? Ne, ist der Auspuff, ne? Halleluja. Oh shit. Was habe ich mir gedacht? Aber ist ja kein Problem. Hier mehr Wasser da. Gucke, so. Alles gelöscht. Nehmen wir uns mal die Kiste hier mit. Ich glaube, da backt gerade ein Fass rum. Und zwar genau da. Das kriegen wir auch nicht mehr weg. Mal sehen. Bis zum nächsten Aufprall hast du Zeit. Dann schauen wir mal. Und da ist es schon. Sehr gut. So. Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wenn ja mal hier oben gucken. So, mal. Ganz gute Option, oder? So. Oh. Hallo. Es geht in den Abgrund. Ich weiß nicht ganz, wie ich das finden soll, aber wir fahren einfach mal runter. Und fahren mal hier weiter. Ah, wir müssen dahin. Okay, alles klar. Ich verstehe, Freunde. Ich glaube, das wird ein netter Rätselspaß hier, oder? Okay. Wer? Habe ich mir das gedacht? Hier kommen wir nicht mehr hoch, ne? Wir müssen. Gucken, ob wir da an den Haken noch irgendwie kommen. Wahrscheinlich auch nicht. Noch ein Fass. Lassen wir das einfach explodieren. Klemmt irgendwie, ne? Ja, ja, da ist irgendwas. Irgendwas ist da kaputt. Aber wir kommen hier nicht mehr nach links. Können wir hier was reinlegen? Nicht so wirklich.
Können es aber benutzen. Eigentlich, um hier nochmal hochzukommen, oder? Weil den Knopf haben wir noch nicht gedrückt. Nee. Haben wir nicht. Das Ding hier, kriegen wir das nochmal zurückgefahren? Auch nicht. Ich gerade überfragt ein bisschen. An den Haken kommen wir nämlich nicht mehr. Gut, wenn es rechts nicht weitergeht, versuchen wir es mal links. Ja, da geht es auch nicht weiter. Und den Wagen? Der hängt da nämlich fest. Kriegen wir es nochmal los? Mal hier irgendwie, das war... Ja, das geht. Ich glaube, wir müssen da links nochmal so ein Knöpfchen drücken. Ganz links. Hier, das. Das haben wir doch noch nicht gedrückt, weißt du? Was hier? Ah. Okay. So, jetzt ziehen wir hier nochmal. Das läuft jetzt hier. Lang und da rein und da runter. So. Dann die Schale. Zack. Und wir haben ein Zahnrad produziert. Na wunderbar. Sehr gut. Das Fass werden wir sicherlich auch gleich brauchen. Das nehmen wir gleich wieder mit hoch. So, jetzt haben wir hier das Zahnrad. Versuchen nochmal das Fass hier mit hochzunehmen. Stand hier schließlich so schön rum. Dann geht's weiter. Ein Stückchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.